Hier ist wieder ein neuer Zukunftsimpuls für dich. Herzlich willkommen für diese Woche in meinem Blog. Es geht heute um die Frage, warum denn Veränderungen um alles in der Welt so wahnsinnig schwer sind. Oder ich sag's mal anders, warum die meisten von uns Veränderungen in dieser Welt als so schwer empfinden und andere überhaupt nicht. Weil für einige Menschen in unserer Welt ist Veränderung überhaupt nicht schwer, aber für die meisten, die hassen Veränderung etwas Furchtbares. Und ich möchte dir heute erklären, was da wissenschaftlich dahinter steht, warum das wissenschaftlich gesehen so ist und natürlich auch, was du damit machen kannst. Also, wie du damit in deinem eigenen Leben umgehen kannst, aber auch in der Arbeit. Also, wenn du ein Team führst oder wenn du Mitglied in einem Team bist, was du tun kannst, um deine Mitmenschen zu Veränderung zu bringen, selbst wenn sie eigentlich gar keine Veränderung wollen. Aber lass uns mal Schritt für Schritt rangehen, weil als erstes müssen wir verstehen, woher das kommt, dass Menschen sich nicht so gern verändern. Und dafür gibt es in der Wissenschaft in der Psychologie eine Theorie, die gibt es schon seit den 70er Jahren ungefähr, des letzten Jahrhunderts. Damals gab es in Amerika einen Psychologen, der hieß Marvin Zuckerman. Und Marvin Zuckerman hat die sogenannte Sensation Seeker Theorie entwickelt. Er hat sein ganzes Leben lang viele Studien gemacht, wie gesagt, ein sehr, sehr angesehener Psychologe, und hat sich immer gefragt, warum denn einige Menschen sozusagen Innovation lieben, Veränderung lieben und andere nicht. Und dann hat er etwas festgestellt. Er hat festgestellt, dass ungefähr 85% der Menschen in diesem Land, aber auch in den anderen Ländern, das ist jetzt nicht spezifisch auf Deutschland, 85% der Menschen haben ein psychologisch gesehen, nennen die das ein ideales Erregungslevel, also sind sozusagen ruhen in sich, sind ausgeglichen und sind zufrieden mit sich, wenn sich nichts verändert. 85%, wenn sie immer alles stabil um sie herum bleibt. 15% der Menschen dagegen sind ganz anders, die ticken ganz anders. Die haben genau den gleichen Zustand, nämlich im Englischen sagt man die Self-Confidence, ja, die ruhen in sich, wenn sie immer ein bisschen im Risiko sind, wenn sich immer ein bisschen was um sie verändert und sie nie ganz genau sicher sein können, wo das hingeht. Dann fühlen sie sich am besten, dann haben sie ihr ideales, psychologisch gesehen, ihr ideales Erregungslevel. Das heißt, um den gleichen Zustand in unserem Körper, in unserem Hirn herzustellen, brauchen die einen Veränderung, 15%, und die anderen brauchen Stabilität, 85%. Und genau an dieser Zusammenstellung siehst du, wer in deinem Umfeld, wer in deiner Welt eben zu den Innovatoren gehört und wer zu den Bedenkenträgern gehört. Es gibt übrigens einen Namen, sowohl für diese Theorie von Marvin Zuckerman gibt es einen Namen, als auch für diese 15%. Das sind die sogenannten Sensation Seeker. Also die suchen, ja, die Seeker, die suchen nach Sensationen, nach etwas Neuem und so weiter und so fort. Also, was machen wir jetzt damit? Nun, es ist ganz einfach. Wenn du diese 15% nimmst, also diese Sensation Seeker, da brauchst du nicht viel zu machen, damit dort Veränderung entsteht. Den musst du nur quasi eine Spielfläche geben. Also idealerweise einen geschützten Bereich, einen geschützten Raum, wo die Trägheit, die Regeln und die Beharrungstendenzen der anderen 85% nicht hinkommen. Auf Unternehmen gesprochen sind das typischerweise, also heißen diese geschützten Räume so Innovation Lab oder Digital Lab oder was weiß ich. Also da sind sozusagen neben dem herkömmlichen Unternehmen entstehen irgendwie Bereiche, Räume, meistens sogar räumlich getrennt. Ja, manche dieser Digital Labs sind in Berlin und das Hauptunternehmen sitzt irgendwo in Deutschland, in der Provinz sozusagen. Ja, also kurz gesagt, durch räumliche Trennung erreicht man, dass in diesen geschützten Räumen andere Regeln gelten dürfen. Und das geht bei Unternehmen geht das von Reisekostenregeln über Hierarchie, so Berichtsstränge, ja, Berichtsebenen bis hin zu der Geschwindigkeit, in der da
gearbeitet und gedacht werden darf und der Arbeitszeit, die da investiert werden darf und all diese Dinge. Also diese Digital Labs, die arbeiten natürlich mehr nach Start-up-Logik und in diesem Start-up-Style, da gibt es keine Arbeitsschutz oder ganz wenige Arbeitsschutzregeln, ja, keine Arbeitszeitregeln, keine Reisekosten und all das. Wie halt Startups so sind. Und teilweise, ich meine, das muss man dazu sagen, teilweise sind Startups ja auch so schnell unterwegs, jetzt verglichen mit den anderen Unternehmen, weil sie so nach dieser Selbstausbeutungslogik funktionieren. Ja? Also, dass diese Gründer viel, viel mehr arbeiten als 8 Stunden am Tag, viel, viel engagierter sind. Warum? Naja, weil sie eben nicht nur einen Monatslohn am Monatsende auf ihrem Konto kriegen, sondern weil, wenn das funktioniert, mit diesem Startup auf ihrem Privatkonto irgendwelche Millionenbeträge erscheinen. Also, weil die Menschen, die da sind, das wollen. Für diese 15% ist das ganz einfach. Geschützten Raum einrichten, möglichst verhindern, dass die anderen 85% treffen, schön unter sich bleiben und dann geht's richtig nach vorn. Aber das Wichtige für einen Zukunftsforscher wie mich, für einen Coach, der sowohl die Unternehmen, die Teams in den Unternehmen als auch die Einzelpersonen, und zwar nicht nur ausgesuchte Einzelpersonen, sondern alle Einzelpersonen zu einer besseren Zukunft, zu Veränderungen bringen möchte, die Herausforderung für mich ist, die größte Herausforderung für mich ist, diese 85% zur Veränderung zu bringen. Wie gesagt, bei den 15%, die brauchen eigentlich gar keinen Zukunftscoach. Die machen das von selbst. Ja? Aber die 85%, die brauchen ein bisschen Unterstützung. Ein bisschen in den Hintern treten, ein bisschen an die Hand nehmen, das, was eben Coaching ist. Also die muss man als Coach befähigen, nächste Schritte zu gehen, weil sie von selbst nicht gehen. Und deshalb lasst uns über diese 85% reden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass in deinem Umfeld mehr von diesen 85% drin sind als von diesen 15%, ist statistisch gesehen ziemlich hoch, ja, weil es eben 85 zu 15. Also, für diese 85% ist Veränderung wirklich schlimm. Warum ist sie schlimm? Weil sie das in sich, Psychologie, idealer Erregungszustand, weil sie ihren idealen Erregungszustand durch Veränderung verlassen, weil es sozusagen innerlich wehtut, wenn sich irgendwas verändert. Und das sind diejenigen, die viel von Veränderung reden, weil sie natürlich wissen, also rational, verstandesmäßig wissen die, dass die Welt sich immer weiter verändert und dass es überhaupt gar keine andere Möglichkeit gibt. Nur sie wollen es halt nicht. Also reden die viel über Veränderung, aber tun nichts. Und das kennt ehrlicherweise fast jeder von uns. Also diese 85%, das könnte sogar sein, sie stecken in dir drin. Ja? Hast du schon mal ein Neujahresvorhaben dir vorgenommen, irgendwie zu Silvester, Neujahr gesagt, ich will mit Rauchen aufhören und dann hast du irgendwie drei Wochen ausgehalten und dann hast du wieder angefangen? Typisch 85% nicht Sensation Seeker. Oder hast du schon mal in den Spiegel geschaut und hast festgestellt, oh Mensch, hier, mein Körper, da ist ein bisschen was gewachsen. Ja? Nicht in die Höhe, sondern in die Breite. Jetzt muss ich mal ein bisschen Sport machen. Dann hast du ein bisschen Sport gemacht, nach 3 Wochen oder nach vielleicht 1 Monat, 2 Monaten, hast du festgestellt, oh, der Sport wird aber weniger in meinem Leben. Ja? Typisch 85%. Ist kein Vorwurf, ist in deiner Psyche so drin. Du brauchst nur die richtige Mechanik, die richtige Methode, die richtigen Tools, um dein Unterbewusstsein an dieser Stelle zu überlisten. Und genau diese Tools will ich dir mitgeben, weil die wende ich jeden Tag in meiner Arbeit an, die kenne ich in- und auswendig, weil es nun mal mein Hauptjob ist, diese 85% auch in Veränderung zu bringen, obwohl sie keine Veränderung wollen. Also, lass mich erklären, wie das geht. Warum wollen wir diese 85% keine Veränderung? Der Grund ist ganz einfach. Der Grund ist, weil bestimmte Dinge, bestimmte Entscheidungen in unserem Alltag werden wir nicht bewusst treffen, haben wir noch nie bewusst getroffen. Und nicht nur einige, sondern 95%. Einige Psychologen sagen sogar 99% der täglichen Entscheidungen werden nicht im Bewusstsein getroffen, also verstandesmäßig hin und her überlegt und dann gesagt, so, das mache ich, sondern sind als automatisiertes Denk- oder Verhaltensmuster, als automatisierte Routine im Unterbewusstsein abgelegt. Was bedeutet das im Klartext? Unser Hirn ist nicht groß genug, um ständig alle auf es einprasselnden Informationen ständig im Bewusstsein zu haben und da zu entscheiden. Deshalb hat die Natur
sich einen Trick erlaubt. Deshalb hat die Natur gesagt, okay, die Dinge, die Entscheidungen in unserem Alltag, die immer wieder, jeden Tag wieder gemacht werden müssen, da merken wir uns im Unterbewusstsein einfach eine Routine. Wir merken uns, was hat schon immer funktioniert oder schon mehrfach funktioniert, und dann denken wir darüber nicht mehr nach, sondern das Unterbewusstsein arbeitet einfach diese Routine ab. Nur 5% der täglichen Entscheidungen sind wirklich bewusst, 95% unterbewusst. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Der spannende Punkt ist, du kannst dir unterbewusste Routinen, Denkmuster, kannst du dir nicht verbieten. Sie sind ja nicht bewusst. Ja, du kannst nicht bewusst darüber nachdenken und sie dann verbieten. Sie sind unterbewusst. Also, was ist die Möglichkeit, sich seinem eigenen Unterbewusstsein zu verbieten, diese automatisierten Routinen denen weiter zu folgen? Und was ist die Möglichkeit, diese Routinen zu verändern, also zu ersetzen durch neue Routinen? Genau das ist die Grundfrage von jedem, der sich mit Veränderung beschäftigt. Und ich muss es gleich dazu sagen, ich erlebe in meiner Arbeit sehr, 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 sehr viel, dass Coaches und auch in Unternehmen, so die Change Manager und wie sie da alle heißen, genau diesen Punkt nicht verstanden haben. Die machen riesige Change Management Prozesse über Jahre und nach 2 Jahren stellen die da irgendwie fest, naja, wir haben nichts, aber auch gar nichts erreicht. Wir haben Workshops gemacht, wir haben nichts erreicht. Warum? Weil sie eine Methode nicht verstanden haben, nämlich die Methode, wie man sich die automatisierten Routinen in seinem Unterbewusstsein, wie man die bricht. Und ich habe dazu ich wusste das lange Zeit auch nicht, muss ich gestehen. Ich bin kein Psychologe, ich habe das nicht sozusagen in meinem Studium gehabt. Aber ich habe, und das ist jetzt schon fast 10 Jahre her, damals habe ich ein Buch geschrieben. Und für dieses Buch habe ich Menschen gesucht, Experten, Leistungsträger in dieser Gesellschaft, habe ich gesucht, die mir sagen können, wie man, ich habe das damals gesagt, wie man vergisst. Ja, also wie man diese alten Erfahrungen, die man hat, die man gesammelt hat, diese alten Routinen und Weisheiten, die man da im Kopf hat, wie man die beiseite schiebt, wie man die vergisst und sich aufmacht für Neues. Und ich habe damals viel rumgesucht. Ich habe in der Wissenschaft nichts gefunden, also keine Bücher gefunden darüber. Ich habe in der Wirtschaft, in der Managementliteratur auch ganz wenig gefunden dazu. Und dann habe ich einen naiven Gedanken gehabt. Und dieser naive Gedanke heißt, wie sind eigentlich die Fußballtrainer drauf? Weil wenn es in der Fußball-Bundesliga einen Trainerwechsel gibt, dann muss doch der neue Trainer, das ist sein Hauptjob, der muss die Automatismen, was die Sportreporter immer Automatismen nennen, also die Spielzüge, die geübten Spielzüge, sozusagen aus den Köpfen seiner Spieler, die Spielzüge des alten Trainers, der weg ist, so schnell wie möglich raus und die neuen Spielzüge hinein automatisieren und das möglichst in 2 Wochen, weil wenn es einen Trainerwechsel gibt, brennt ja meistens die Hütte und dann muss es schnell gehen. Ja? Also habe ich angefangen, E-Mails zu schicken an Bundesliga-Trainer und habe gefragt, könnt ihr mir erklären, wie ihr das macht, wie ihr den Leuten, wie ihr euren Spielern das Vergessen beibringt? Und ich muss ehrlich sein, die meisten haben nicht geantwortet auf diese E-Mail. Ein paar haben geantwortet, von den paar, die geantwortet haben, haben die meisten die Frage nicht verstanden, muss man auch klar sagen. Aber einer hat mir darauf die beste Antwort gegeben. Und zuerst meldete sich sein Manager, also dieser eine heißt Thomas Tuchel, ja, ihr kennt Thomas Tuchel, Fußballtrainer, lange Zeit in Deutschland, zuerst in der Bundesliga, zuerst bei Mainz und dann bei Dortmund und dann ist er zu Paris gegangen und jetzt ist er in London, bei Chelsea London, ist dieses Jahr Trainer des Jahres geworden, hat die Champions League gewonnen, also jetzt nicht der Schlechteste, sagen wir mal so. Ja. Und damals war er noch in Deutschland, und sein Manager hat geantwortet und hat gesagt, Mensch, der Thomas hat Interesse darüber zu reden, weil das ist ein interessantes Thema. Thomas Tuchel war schon immer der Intellektuelle unter den Fußballtrainern. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben angefangen miteinander zu reden. Ich habe ihn eingeladen auf unsere Kongresse, auf unsere Veranstaltung und da hat sich so ein Gespräch ergeben. Und ich habe eine Sache von Thomas Tuchel gelernt. Er hat mir eine Geschichte, also viele Sachen gelernt, aber eine Geschichte wird mir nie aus dem Kopf gehen. Thomas Tuchel hat mir damals erzählt, was er gemacht hat in seinen ersten Wochen bei Mainz 05. Also seine erste Bundesliga-Station, der ist da hingekommen zu Mainz 05, hatte wenig Zeit bis zum ersten Spiel und hat festgestellt, die Spieler,
die haben alle eine Grundregel im Kopf. Die Grundregel heißt, wenn ich den Ball kriege, muss der zur Seitenlinie, Longline nach vorn und dann in die Mitte flanken. Dieser Spielzug, ja, zur Seitenlinie, an der Linie lang nach vorn und dann in die Mitte flanken, den hatte ihnen irgendeiner dieser alten Trainer, die sie vorher hatten, so eingebläut, dass die immer wieder das gemacht haben. Und Thomas Tuchel war schon immer so ein Statistikmensch, ja, der hat in die Daten geschaut und hat einfach auf den ersten Blick gesehen, das ist total blöd, weil dieser Spielzug an der Linie lang, Longline, das ist der, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass du einen Ball weggenommen kriegst. Also hat er gesagt, die sollen jetzt nicht Longline, sondern diagonal spielen. Aber, und jetzt kommt's, Thomas erzählt die Geschichte so, hätte er seinen Spielern gesagt, spielt jetzt nicht mehr Longline, sondern spielt jetzt diagonal. Was hätten seine Spieler gemacht? Ja, sie hätten Longline gespielt. Ganz klar. Warum? Weil du kannst dir eine automatisierte Denkroutine in deinem Unterbewusstsein, die kannst du nicht verändern dadurch, dass du eine Alternative daneben setzt. Also, kurz gesagt, wenn du automatisiert hast hier im Kopf, du spielst immer Longline. Zack. Und dann setzt du daneben die Möglichkeit, ach, spiel doch bitte auch mal diagonal. Was tut dann dein Unterbewusstsein? Wie gesagt, nicht das Bewusstsein, was drüber nachdenkt, sondern das Unterbewusstsein, was ohne nachzudenken entscheidet. Das sagt, oh, das hier, das ist schon so oft gut gegangen, das nehme ich. Du spielst nicht diagonal. Also Thomas Tuchel, lange Rede, kurzer Sinn, Thomas Tuchel hat was ganz anderes gemacht. Thomas Tuchel hat seine Mannschaft geschickt auf einen Trainingsplatz. Und der Trainingsplatz, also so ein Fußballplatz, ja, der sah aber anders aus. Der hatte keine Ecken mehr. Thomas hatte die Ecken abgeschnitten. Mittellinie war breit und dann ging die Außenlinie direkt zum Torpfosten. Das heißt, er hat seinen Spielern die Möglichkeit weggenommen, ihrer automatisierten Routine weiter zu folgen. Und also hätten die versucht, Longline zu spielen, sie hätten direkt ins Ausgespielt. Es ging nicht mehr. Er hat ihnen diese Möglichkeit weggenommen. Und er hat ihnen selber, hat ihnen die Möglichkeit gelassen, sich selber eine neue Routine zu suchen. Er erzählt das selber so, dass er nie gesagt hat, er spielt jetzt diagonal. Es ging zufällig nur noch diagonal. Und wenn du jetzt in Psychologiebücher schaust, dann steht da drin, es dauert ungefähr 90 Tage, einige sagen auch 110 Tage, also ungefähr so 3 bis 4 Monate, bis du, wenn du dir die Möglichkeit wegnimmst, einer alten, automatisierten Routine in deinem Kopf weiter zu folgen, bis du dir die neue antrainiert hast und dann ja, völlig, ja, du musst nicht mehr drüber nachdenken, dann ist sie antrainiert. Also, bitte versteht mich nicht falsch. Der Mensch braucht Routinen. Wir brauchen diese automatisierten Denk- und Verhaltensmuster. Ohne das würde unser Kopf platzen, ohne das könnten wir nicht leben. Das Problem an der Veränderung ist, dass diese automatisierten Routinen uns aber von Veränderung abhalten, weil sie halten uns immer auf derselben Strecke, auf derselben Routine. Das heißt, unser Job, wenn wir uns verändern müssen, ist, die alten Routinen aus dem Kopf raus und neue Routinen rein. Nicht nur alte Routinen raus und dann ist Platz. Nee. Die müssen durch neue, gute Routinen ersetzt werden. Und genau das hat Thomas damals mit seinen Spielern gemacht. Was kann man daraus lernen? Und jetzt lass mich das als Zukunftscoach sagen. Die einzige Methode, die ich für Veränderung wirklich empfehlen kann, alles andere habe ich gesehen, ist Quatsch, funktioniert nicht. Die einzige Methode ist, wenn du zu diesen 85% gehörst, wenn du dir die Möglichkeit wegnimmst, einem alten Denkmuster weiter zu folgen und dir dann ein neues Denkmuster antrainierst. Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Zwei Beispiele, vielleicht hast du die schon gehört, ich habe die auch an anderer Stelle schon mal erwähnt, aber damit dir klar wird, worüber ich rede. Ein Beispiel aus dem beruflichen und ein Beispiel aus dem privaten Bereich. Fangen wir mal mit dem beruflichen an. Es gab mal einen Vertriebschef eines großen Telekommunikationskonzerns. Mit dem hatte ich vorher was zu tun, wir hatten zusammen gearbeitet und dann rief er mich eines Tages an und sagte, Herr Jansky, wir haben ein Problem, weil wir wollen in diesem Telekommunikationsunternehmen, ja, also Mobilfunk und so, wir haben schon lange uns entschieden, strategisch entschieden, wir haben unsere Sales-Strategie, also die Vertriebsstrategie umgestellt, wir wollen nicht mehr diese kleinen SIM-Karten verkaufen, sondern wir wollen Solutions verkaufen, also Gesamtlösungen für Unternehmen.
Und wir haben, ich habe das alles gemacht, wie man es machen muss. Ich habe einen Change-Prozess aufgesetzt, wir haben Workshops gemacht mit dem Führungsteam, haben denen das erklärt, die haben gesagt, yes, wir verkaufen jetzt Solutions. Dann haben diese Führungskräfte wieder mit ihren Teams Workshops gemacht, dann haben die gesagt, yes, wir verkaufen Solutions. Und was passiert? Die verkaufen SIM-Karten. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht müssen wir es nochmal machen. Dann haben die wieder angefangen, diese Workshops zu machen. Und alle sagen yes und machen es aber nicht. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, Ernst, haben Sie einen Tipp? Was mache ich denn jetzt? Irgendwie, die scheinen das einfach nicht zu kapieren. Und dann haben wir uns das ein bisschen angeschaut. Und also ich will jetzt keine Interna verraten, da sind natürlich viele Dinge, ja, die man da feststellt und beraten kann. Aber eine Sache will ich erzählen. Dieser Vertriebschef hat jeden Freitag einen Vertriebscall mit all seinen, deutschlandweit mit all seinen Vertriebsleuten. Und die allererste Frage, die dieser Vertriebschef in diesem Vertriebscall jede Woche Freitag früh stellt, ist, wer hat wie viele SIM-Karten verkauft? Der meint das nicht böse. Also der hat darüber auch nicht nachgedacht. Das macht er halt schon immer so. Das ist ein Ritual. Aber wohin führt dieses Ritual? Das führt dazu, dass alle seine Vertriebler genau bei dieser wichtigsten, bei der ersten Frage ganz oben sein wollen. Oder wenn sie schon nicht an Nummer 1 sind, dann wollen sie wenigstens auf der ersten Seite erscheinen, damit sie mal wahrgenommen werden von ihrem Chef. Ja? Also verkaufen die ganze Woche wie die Wilden irgendwelche SIM-Karten, um bei dieser Frage ganz oben zu sein. Was will ich dir damit sagen? Diese Denkmuster, diese automatisierten Denk- und Verhaltensmuster, die werden bei dir, bei jedem, durch Rituale, durch Regeln und durch Symbole sozusagen on track gehalten, festgehalten. Und erst wenn du es schaffst, dir darüber klar zu werden, welche Rituale es eigentlich sind, die dieses Denkmuster immer wieder, jede Woche hervorbringen, dann kannst du diese Rituale wegtun, durch andere, bessere ersetzen und damit verhinderst du oder nimmst du dir die Möglichkeit, diesem alten Denkmuster weiterzufolgen. Ein Beispiel aus dem Privatleben. Ich hatte mal eine junge Dame, die war in meinem Coaching-Programm und die hat, also wir haben gut, toll miteinander gearbeitet und irgendwann sagt die, du Sven, ich kann nicht schlafen. Und ich kann schon ziemlich lange nicht schlafen. Also es ist inzwischen schon so, dass es echt schlecht ist. Ja? Ich fühle mich schon wirklich schlecht. Und dann habe ich gesagt, als erstes gesagt, du, ich, also ehrlich gesagt, das ist nicht mein Thema. Ich bin kein Arzt, ich bin auch kein Schlaftherapeut. Geh bitte zum Experten, der davon was versteht. Und dann haben wir weitergeredet und plötzlich, die hat mir ein bisschen was erzählt über ihre Rituale, ja. Und plötzlich dachte ich, Mensch, vielleicht kannst du doch was dazu sagen. Warum? Die hatte mir über ihr liebstes Ritual erzählt. Ihr liebstes Ritual war, so hat sie das erzählt, dass sie mit ihrem Ehemann, also den kannte sie damals seit 5 Jahren, seit 2 Jahren waren sie verheiratet, mit ihrem Ehemann, hat sie ganz am Anfang, als sie sich kennenlernten, vor 5 Jahren, hat sie ein Ritual eingeführt. Nämlich, sie gehen gemeinsam ins Bett, jeden Tag gemeinsam ins Bett und dann, wenn sie ins Bett gehen, erzählen sie sich nochmal eine halbe Stunde ein bisschen was. Ja, sie reden nochmal eine halbe Stunde. Und sie erzählte das voller Stolz. Und ich dachte mir, um Gottes Willen. Und was war passiert? Die hatte vor 5 Jahren, die beiden, frisch verliebt, alles rote Rosen, ja, rosa rot und so weiter. Da gingen die ins, haben die ein Ritual eingeführt, dass sie ins Bett gehen gemeinsam und eine halbe Stunde erzählt er ihr, wie toll sie ist und sie erzählt ihm, wie toll er ist und dann erzählen sie nicht nur, sondern machen noch andere Dinge. Also war toll, ja, schön, natürlich. So. Jetzt war das aber vor 5 Jahren und inzwischen wohnen die zusammen. Und inzwischen ist Alltag eingezogen. Und jetzt machen die dasselbe immer noch. Das heißt, die gehen gemeinsam ins Bett, allerdings erzählen sie sich nicht mehr, er erzählt nicht mehr, wie toll sie ist und sie erzählt nicht mehr, wie toll er ist, sondern was erzählen sie sich, wie Deutsche nun mal so sind, sie erzählen sich die Probleme des Tages. Ja? Also was ist alles schiefgegangen und wer ist alles blöd und so weiter und so fort. Zuerst haut er sie mit seinen Problemen voll und dann haut sie ihn mit ihrem Problem voll. Es ist überhaupt kein Wunder, wenn du dich die 30 Minuten vor dem Einschlafen mit den Problemen, mit deinen und dem Problem des anderen vollhaust, dein Hirn, da kannst du nicht schlafen. Ist doch logisch. Also kurz gesagt, die haben ein Ritual eingeführt, was irgendwann mal gut war und inzwischen völlig kontraproduktiv.
dazu führt, dass sie nahe daran war, krank zu werden, weil sie nicht mehr schlafen konnte. Und wie brichst du dieses Ritual? Also wie nimmst du dir die Möglichkeit weg, diesem Ritual weiter zu folgen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja? Eine Möglichkeit wäre, du schläfst in getrennten Zimmern. Das wollten die nicht, verstehe ich. Ja? Zweite Möglichkeit ist, du gehst zu getrennten Zeiten schlafen. Dann kannst du nicht mehr miteinander reden, diese 30 Minuten. Also du musst dir diese Möglichkeit wegnehmen. Wollten die auch oder haben sie versucht, ging auch mal. Aber das, was sie dann gemacht haben, ist, sie haben diese 30 Minuten, dieses Ritual vorgezogen. Sie haben sich einen festen Termin in ihrem Tagesablauf gesetzt, nämlich einen festen Termin, wo sie gemeinsam miteinander Abendessen. Und in diesem Abendessen haben sie sich, das war festes Ritual dann geworden, haben sie so installiert als festes Ritual, haben sie sich so die Probleme des Tages erzählt. Das heißt, wenn die dann abends ins Bett gegangen sind, hatten die nichts mehr zu erzählen. Dann sind die ins Bett gegangen und sind mal eingeschlafen. Also, was will ich dir damit sagen? Ich will dir damit sagen, dass, eigentlich will ich dir eine Frage stellen. Ich möchte die Frage stellen, wann? Wann hast du im festen Bestreben, dich zu verändern, dir das letzte Mal die Möglichkeit weggenommen, einem automatisierten Verhaltensmuster weiter zu folgen? Mit der strategischen Absicht, dass du dich weiterentwickelst, nämlich dass du dieses alte Muster ersetzt durch ein neues Muster. Wenn du auf diese Frage, wann hast du das zum letzten Mal gemacht, eine tolle Antwort hast, wenn du sagst, das habe ich vor 2 Wochen zum letzten Mal gemacht, das und das und das, super, dann weißt du genau, wie es geht. Ja? Dann bist du auf jede Veränderung vorbereitet. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du diese Antwort nicht hast, wenn du sagst, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe, wahrscheinlich habe ich es noch nie gemacht, dann müssen wir noch mal reden. Weil dann hast du den Schlüssel zu wirklicher Veränderung, zu dem Nutzen von wirklicher Veränderung und vor allen Dingen zu dem Selbstmanagement, dass du selbst es hervorrufen kannst und selbst steuern kannst, in welche Richtung diese Veränderung geht. Dann hast du diesen Schlüssel noch nicht gefunden. Und Schlüssel ist jetzt hier nicht geheimnisvolle Schatzkiste, so irgendwas, sondern das sind ganz einfache wissenschaftliche Tools und wissenschaftliche Methoden, die kann man sich anschauen, die kann man lernen, die kann man probieren, dann kann man sich dabei helfen lassen, kann man sich einen Zukunftscoach nehmen, der das irgendwie mal anschaut und mal mit einem macht. Und dann kriegt man das in sein Leben hinein. Und die Möglichkeit ist, wenn man das einmal verstanden hat, dann bringt man das sogar seinen Kindern bei. Weil dann erzieht man seine Kinder nämlich zu einer Liebe von Veränderung. Dann erzieht man seine Kinder dazu, dass sie nicht Angst haben vor Veränderung, sondern dass sie Veränderung, wenn sie kommen, sagen, oh super, ich weiß, wie es geht. Ich habe eine Methode dafür, ich gehe ran und so weiter. Und diese Methoden, diese Tools und Methoden, von denen ich gerade spreche, die sind in meinem Mentoring-Programm, da gibt es ja 3 Teile. Der erste Teil ist, dein Umfeld in der Zukunft zu erkennen. Ja? Also was machen die anderen? Das ist sozusagen dein Möglichkeitenraum. Der zweite Teil ist, innerhalb dieses Möglichkeitenraums deine beste Positionierung, deinen idealen Weg zu finden. Und der dritte Teil ist, dieses ideale Zukunftsbild, was du dir im zweiten Teil gemacht hast, dann auch zu erreichen. Und genau diese Tools, diese Methoden, diese Veränderung, dieses Brechen von automatisierten Denkmustern ist der wichtigste Teil, das wichtigste Element in diesem dritten Schritt in meinem Mentoring-Programm. Also, wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwas in deinem Leben, das könnte nützlich für dich sein, oder wenn du sogar das Gefühl hast, Mensch, das brauche ich unbedingt, weil ich habe echte Probleme mit Veränderung. Ich will einfach, dass Veränderungen nicht mehr was Schlechtes in meinem Leben sind, sondern etwas ganz Positives in meinem Leben sind, was ich selbst gestalten kann und nicht immer von außen kommt und ich werde dann gestaltet. Ja? Wenn du das willst, dann schau dir doch mal mein Mentoring-Programm an und du wirst die Webseite des Mentoring-Programms, du wirst dort schon Informationen finden und vielleicht sehen wir uns sogar in meinem Mentoring-Programm wieder. Das würde mich sehr freuen. Hab eine große Zukunft.